herzlich willkommen zu einem Vlog. Evelina und ich gehen heute wandern und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt in Irland jetzt wandern gehe, obwohl ich es mir eigentlich schon von Anfang an vorgenommen habe, aber ja, ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, obwohl wir jetzt schon Anfang März haben. Aber ja, heute ist das erste Mal und wir gehen nach Ravensdale, das ist irgendwie ein bisschen nördlich voneinander. Und ja, wir nehmen gleich den Bus nach Ravensdale. Und dort ist dann auch so ein Country Market, glaube ich, habe ich auf Instagram gesehen. Deswegen gucken wir vielleicht da auch nochmal vorbei, ob die da quasi so ein paar schöne lokale Sachen und so haben. Und ja, genau, dann gehen wir halt auch die Route wandern. Wobei es, glaube ich, eher so eine Spaziergangroute, aber trotzdem. Das sind insgesamt mit allen Wegen, die wir dann da gehen, glaube ich, so insgesamt 3,5 Stunden. Und ja, deswegen würde ich es mir schon als Wandern bezeichnen. Aber ja, deswegen, ja, viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich gehe jetzt auch los zur Busstation. Also, wir sind jetzt schon in Ravensdale. Das hier ist gerade die Aussicht. Und deswegen ist, also ich glaube, da hinten ist, glaube ich, irgendwie ein Dock hinter den Bäumen. Und dann da hinten ist halt die Küste, so das Meer. Also ich glaube, da ist dann Black Rock, also der Vorort von der Dock und der Dock. Also ist richtig schön. Es ist sehr komisch gerade, weil es irgendwie so aussieht, als ob es regnet, aber wir fühlen nichts. Aber egal. Wir sind jetzt kurz vorm Gipfel, also wir gehen gleich hier hoch und dann sind wir gleich halb vom Gipfel angekommen. Und wir haben jetzt hier so einen kleinen Tisch gefunden, hier, wo wir halt jetzt kurz Rast machen. Deswegen sitzen wir jetzt auch kurz hier, essen und trinken was und genießen die Aussicht, weil hier das hinter uns ist die Aussicht und es ist halt wirklich schon richtig schön. Ich glaube, wir brauchen noch irgendwie so 20 Minuten bis zum Gipfel und gehen dann wieder runter. Und ja, wir sind jetzt auch schon, glaube ich, 2 Stunden oder so unterwegs hier. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es ist sehr schön. Wir haben bis jetzt auch erst 5 Leute auf dem ganzen Weg, also auf dem ganzen Gipfelwanderweg hier gefunden. Deswegen ist das schon ganz chillig, auch hier so allein zu sein. Also das haben wir eben beim Ravensdale County Market gekauft. Das sind einmal solche Bagels mit so Fennel Seeds. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Fenchel? Und irgendwie nach italienischer Tradition. Die sind ein bisschen hart, weil die schon, glaube ich, gestern halt gebacken wurden. Also sind gut. Und dann haben wir noch solche Tahini Cookies geholt. Und die sind eigentlich sogar ganz nice. Also die sind so ein bisschen sweet und savory zugleich. Aber je mehr man davon isst, desto besser werden sie so. Und ja, das haben wir geholt. Und ich habe noch so einen Ginger Apple Shot geholt. Ich will es jetzt mal öfter machen, weil es ist immer so schön. Ja. Schaffi, sind einfach unsere Wanderweg. Ich dachte, da ist ein Zaun. Ich glaube, aber die sind ein bisschen schüchtern. Ja, sie gehen weg. Der ist so cute. Also, ich bin jetzt hier zu Hause. Also, einfach zum Wandern heute. Es war sehr gut. Also, es war wirklich sehr schön. Auch mit dem Markt und so. Es war ein bisschen würde ich mal sagen, weil wir mussten halt so 2 Stunden auf den Bus warten und deswegen sind wir immer die ganze Strecke, wo der Bus quasi langfahren will, nach dann dort noch hingegangen und so. Aber wir müssen jetzt schlussendlich den Bus bekommen und so. Genau, es war ein sehr ereignisreicher Tag. Es war tatsächlich gefühlt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig wandern war. Ich würde es immer wieder machen, es war so schön. Einfach mal so die Bewegung da in der Natur und dadurch, dass auch dann dort ja von den ganzen Bergen umgeben ist, war das wirklich sehr schön. Und wir haben ganz viele süße Schafis gesehen, das war sehr nice. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.